Willkommen bei Geruchsfahrer, der Plattform für alle Colognes, alle Toilettes, alle Parfums und für alle Düfte, die damit zu tun haben, zum Beispiel Parfum Extrait und alles. Ich möchte euch heute einen Text vorlesen. Dazu möchte ich ein Lied von mir im Hintergrund abspielen und dann lese ich vor. So, der Titel des Textes der Nachricht lautet: Betrachtung der Vielfalt des Lebens in Anbetracht dessen, wenn Gott auf uns schaut. Also die Dinge des Lebens und die Lebensweisen können so vielfältig sein. Wenn ein Mensch als Basis die Freundlichkeit begriffen hat, dann kann man nahezu alles machen, was man möchte. Und wer bei Gott dem Vater bittet, dem wird gegeben. Und der Beter empfängt. Zum Beispiel kann man Gott den Vater bitten um Geld. Wenn man Geld benötigt und ein Konto anlegt bei der Bank, kann man die folgenden Gebete sprechen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich bitte dich, Vater, gib mir 30.000 Euro beispielsweise auf mein Bankkonto, damit ich Menschen, die weniger haben als ich, auch Geld geben kann, die zum Beispiel kein Konto haben. Danke. So kann man zum Beispiel beten. Dann kann man kurz fragen, ob Gott zu dir spricht, um sich beispielsweise zu vergewissern, ob er dir es zulässt. Vertraut nur, denn ich und andere Personen haben das schon ausprobiert, gemacht und es hat funktioniert. Auf die Vielfalt des Lebens möchte ich zurückkommen. Ich zum Beispiel sammle nicht nur die von Gott gegebenen Parfums, in denen alle Inhaltsstoffe von Gott sind, von ihm sind, denn Gott hat alle Materie gegeben, Gott der Vater. Ich sammle sie nicht nur, ich übe mich auch als jemanden, der Duftkreationen selber erstellt oder entdeckt oder mit der Nase ausdüftet oder riecht. Dazu habe ich mir jetzt einen Mixer und leere Flakons mit Spraymöglichkeit bestellt und die Gaben der Inhaltsstoffe für den jeweiligen Duft auch schon angefangen zu kaufen. Das Parfüm kreieren ist wie ein Kunstwerk oder ein Lebenswerk, das Spaß macht und Freude macht. Man kann den Mixer benutzen, um Duftöle zu gewinnen. Die Öle kommen aus Stoffen, die aus der Natur wie Pflanzen, wie zum Beispiel Duftveilchen, Jasmin etc. Aber auch kann man Öl aus Wiesengras verwenden. Es ist von allem genug da und im großen Stil sogar. Auch Früchte wie Pflaumen, Feigen und Weintrauben, aus denen man den Saft pressen oder mixen kann, kann man gewinnen. Und Gott sei Dank ist es so, dass es Konstrukteure gibt, die solch technische Geräte auch erfinden und zusammenbauen können. Ja, Düfte sammeln ist ein Weg, so wie Düfte kreieren ist ein Weg. Und es macht mir Freude und Spaß, dass das Leben so vielfältig ist. Danke euch fürs Zuhören und Zusehen. Und danke Gott Vater, danke Gott Sohn, danke Gott Heiliger Geist, dass du mir erlaubt hast, Gott der Vater, das vorzulesen. Denn Gott der Vater, den habe ich gefragt, ob ich dieses Video machen darf. In der Chardonnays Namen. Amen. Der Friede sei mit euch und mit eurem Geiste. Jetzt hören wir uns das Lied noch zu Ende an. Wedding. Danke fürs Zuhören. Halleluja. Gelobt sei Adonai.